Herr Dr. Bieberbach, die Münchnerinnen und Münchner können in einem Bürgerentscheid am 5. November über eine vorzeitige Abschaltung des Kohleblocks im Heizkraftwerk Nord entscheiden. Wieso sollten Sie mit Nein stimmen? Wer mit Nein stimmt, stimmt auch für den Kohleausstieg und auch für die Abschaltung des Kohleblocks, aber eben erst Mitte bis Ende der 20er Jahre und nicht zu früh. Wer mit Nein stimmt, stimmt damit für eine vernünftige Umstellung auf erneuerbare Energien, wie sie die Stadtwerke München ja für den Strom und für die Wärme in den letzten Jahren verfolgt haben. Wir haben jetzt schon über 3 Milliarden investiert in erneuerbare Energien. Wir werden das weitermachen und nach unseren Planungen können wir dann eben ab etwa 2028 auch den Kohleblock außer Betrieb nehmen. Das Hauptargument der Gegner ist ja, dass durch ein vorzeitiges Abschalten viel CO2 gespart werden könnte. Was sagen die Stadtwerke München dazu? Das haben wir uns beim Öko-Institut ja intensiv angeschaut mit intensiven Szenario-Rechnungen. In München spezifisch könnte man tatsächlich CO2 einsparen in erheblichem Umfang. Wenn man das aber deutschlandweit betrachtet, wird der Effekt schon wesentlich geringer, weil der in München dann nicht mehr erzeugte Strom ja woanders erzeugt werden muss und dabei auch CO2 entsteht. Und wenn man es auf europäischer Ebene anschaut, durch das europäische Emissionshandelssystem geht der Effekt sogar gegen Null. Weswegen wir eben nicht daran glauben, dass es eine sinnvolle Maßnahme ist, jetzt vorzeitig abzuschalten, sondern eher auf den Ausbau der Erneuerbaren setzen, die tatsächlich eine Verbesserung der CO2-Bilanz bringen. Die Finanzen spielen ja auch eine Rolle. Was kostet sie denn eine mögliche vorzeitige Abschaltung? Nach den Berechnungen des Öko-Instituts kostet eine vorzeitige Abschaltung uns und damit die Münchner Bürgerinnen und Bürger bis zu 350 Millionen Euro. Das ist eine riesige Zahl, nur zum Vergleich. Davon könnte man 30 U-Bahn-Züge kaufen. Und wir glauben, dass das Geld in den Ausbau des ÖPNV besser investiert ist. Es bringt auch etwas für Klimaschutz und gleichzeitig noch eine Verbesserung der Lebensqualität in München. Auf den Plakaten der Kritiker steht, dass in München viel Energie konventionell erzeugt wird. Wie passt das denn mit dem von den Stadtwerken München erklärten Ausbau der Erneuerbaren zusammen? Ja, wir haben in den letzten Jahren ja, wie gesagt, sehr viel investiert, über 3 Milliarden in den Ausbau der Erneuerbaren. Davon waren schon einige Projekte auch in München, aber das sind eher kleinere Projekte. Und die großen Projekte finden natürlich außerhalb von München statt, zum Beispiel in der Nordsee, weil man in München offensichtlich keinen Windpark bauen kann mit hunderten Windrädern. Das heißt, die Betrachtung, nur das Stadtgebiet sich anzusehen, ist völlig unsinnig. Tatsächlich erzeugen wir heute als Stadtwerke München schon so viel Ökostrom, dass wir damit mehr als die Hälfte des Münchner Bedarfs decken können. Wenn sich die Gegner jetzt tatsächlich durchsetzen würden, würden sie das Kohlekraftwerk dann auch wirklich abschalten? Voraussichtlich nicht, denn man darf in Deutschland nicht einfach Kraftwerke abschalten, wenn man möchte. Man muss eine Anzeige schicken an die zuständige Bundesbehörde, die Bundesnetzagentur. Und bisher war es immer so, wenn in Süddeutschland jemand ein Kraftwerk abschalten wollte, wurde es ihm verboten. Und das wird sicherlich auch uns passieren. Der Hintergrund ist, dass die Stromversorgungssituation in Süddeutschland angespannt ist, wegen des Ausstiegs aus der Kernenergie. Die wird auch noch weiter angespannt bleiben, weil ja noch weitere Kernkraftwerke vom Netz gehen und nicht ersetzt werden durch andere Kraftwerke. Das heißt, bis die großen Nord-Süd-Stromtrassen fertig sind, wird man sicherlich keine Erlaubnis kriegen, ein Kraftwerk abzuschalten. Also ich fasse nochmal zusammen, die Münchner Energiewende wird umgesetzt, nur eben für eine Übergangszeit braucht es noch konventionelle Heizkraftwerke. Ja, wir wollen unbedingt die erneuerbaren Energien mit Volldampf weiter ausbauen und sobald es dann möglich ist und gesetzlich auch erlaubt, schalten wir den Kohleblock ab. Aber eben nicht 2022, das ist völlig unrealistisch. Herr Dr. Bieberbach, vielen Dank für das Gespräch. Mehr Informationen zum Thema finden Sie auch im Internet auf den Seiten der Stadtwerke München www.swm.de.